So, und jetzt nicht das Intro nix überspringen. Nix drücken. Ne, ich war halt in OBS raus, um den Ton leiser zu machen, in der Hoffnung, dass es nicht mehr so laut ist. Weil das sah sehr laut aus. Es war auch sehr laut auf meinen Kopfhörern. Ich hoffe, das ist jetzt von der Lautstärke okay. Achso, den Prolog anschauen, den haben wir ja verpasst. Nix klicken. Nix klicken. Steht auch ein Verlassen oder so, hätte ich vielleicht auch mal lesen sollen. Echo! Oh, der hat auch die Geister. Boah, meine Kopfhörer sind zu gut. Der Donner hat sich das gerade echt gruselig angehört. Hannah, where are you? You all went off and left me behind. Where are you now? What's this number? We've all booked into a hotel at the Redwood. How far away are you? I don't know. I'll have to call when I get there. You can't. There's no signal. Well, ich hab. It doesn't matter. Just go to bed, Hannah. Well, listen. Make sure you're not. So ein Zufall ist genau da die Verbindung weg. Ah, Maya, I presume. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. It's so creepy. There's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh, young faces. For a change. You're here for the music festival in town, I presume? Yeah, we were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay, I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. Ich glaube, sie hätte nicht Nein sagen sollen. Das war eine schlechte Idee. Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Das nimmt der übel. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maya. Er nimmt jetzt persönlich. Nicht nur, what up? Oh, er ist gar nicht happy drüber. Er ist nicht happy. Who needs proper entertainment when you've got YouTube and my face and whatever? Stupid, uncultured. Theodore doesn't like rude children. They're naughty. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight! Naughty children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Shut up! Just shut up! You always do this! They're paying customers! They haven't done anything to you! Just leave them alone! Bad eggs need cracking. Whack 'em hard and crack their shell. Kick 'em down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy.
Show them who's boss. And that's the way to do it. Es hätte jetzt auch Billy auf seinen Dreirad reinfahren können. Mich auch nicht überrascht. Nehmen wir die Dose mit. Die Diebstahl macht es jetzt auch nicht mehr aus. Jetzt bin ich doch fertig, oder? Er hat sehr viele Eier geknackt anscheinend. Mhm. Hab ich gerade eine Pizza in den Ofen gemacht, wenn die fertig ist, würde ich aber auch kurz stumm schalten, weil ASMR willst du das eigentlich nicht machen. Ja, das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja. Ein lustiges Katz-und-Maus-Spiel, yay! Hm? Es wird ein lustiges Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Okay, jetzt können wir. Pass auf, also Jimmy wird erst getriggert, wenn du im Keller warst. Also ich empfehle dir, schau dich in den Zimmern, also fang ganz oben an und arbeite dich bei diesen Zimmern, die offen sind, durch. Also er wird erst quasi gestartet oder quasi getriggert, wenn du im Keller unten gewesen bist. Fang am besten ganz oben an und sammel schon mal das ein, was geht. Okay. Okay? Hey! Mal gucken, was hier geht. Dann nichts zum Angucken, okay. Is anyone there? Nö. Wie komme ich jetzt wieder raus? Hallo? Ich bin für dir. Klicken? Ich muss nochmal auf das Bild. Okay. Hab ich's rausgefunden. Kann ich die Maske nehmen? Ich will die Maske haben. Nimm die Maske mit, die will ich mitnehmen. Ich versteck mich. Er kennt mich keiner, mit wem ich bin. Naja, ihr seid die einzigsten Gäste da im Hotel, also ist ja klar, dass der Jagd auf euch macht. Ja, aber er kennt mich nicht. Wenn ich eine Maske trage, weiß er nicht, wer ich bin. Weil ich hatte Respekt vor mir. Da hat er Respekt vor mir. Hey, das ist ihm, glaube ich, so ziemlich egal. Ja, du musst einen Kompass finden und diesen Spiegel musst du finden. Ja, aber das Drehen. Ich denke immer, ich kann mich dann um die Ecke gehen, aber die dreht sich einfach nur um. Nee, das geht leider nicht. Ja, das verwirrt mich. Okay, die Tür geht schon mal nicht. Das Treppenhaus. Ich gucke mich erst hier unten um. Ich muss im Keller, hast du gesagt. Wie gesagt, Keller würde ich erst gehen, ja, wenn du die anderen Räume abgeklappert hast. Alles, was geht, schon mal zu sammeln, wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Ja. Weil jetzt kannst du dich noch in Ruhe umgucken, ohne dass der Typ dir hinterher rennt. Ja, deswegen, ich kann ja jetzt erstmal mich hier umgucken. Dreh dich. Okay, das geht auch nicht. Und ich bin so frech, ich habe mich gerade von dem Geräusch von dieser verdammten Tür erschreckt. Die Tür habe ich gerade schon mal probiert. Dieses Drehen verwirrt mich. Die habe ich probiert.
Ein bisschen Licht wäre halt auch nice. Oh, hier bleibe ich. Ich will gar die Kanone spielen. Dann komm, ich spiel ein bisschen. Ich will spielen. Lass mich denn spielen. Oder hier ein bisschen Flipper spielen. Geht leider nicht. Das wäre richtig toll gewesen, wenn es ginge. Ja. Ist scheißegal, dass Jimmy hier rumrennt. Ich will Flipper spielen. Prioritäten müssen gesetzt werden. Oh, hier kann ich reingucken? Hm, kann ich nicht. Achso, ich kann. Ah, ich kann gucken ohne auf. Ja, Digga, ja, dreht doch einfach Tür ein. Zu dunkel, okay. Kann ich verstehen, ich mag es auch nicht, wenn ich ins Dunkel laufe, weil dann sehe ich nicht, wo ich hinlaufe und fall auf die Fresse. So, da waren wir gerade. Ein bisschen, das ist das Treppenhaus. Hier hinten war ich gerade. Das waren ja die Fahrstühle, da geht ja auch nicht. Mhm. Natürlich kannst du die Fahrstühle benutzen. Nö, steht out of order, ich kann die nicht benutzen. Der eine geht. Einer geht davon. Jetzt laufe ich die Treppen hoch. Jetzt egal. Ich kann hier runterfahren. Also da sind die Türen verschlossen, da wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen. Ja, wie ich es mir dachte. Okay, muss ich mir runter. Was stand da out of order? Ich bin einfach nur doof. Ja, das Spiel noch nie ganz verstanden. Durch der linke geht. Ach, da! Ich muss in die Mitte drücken, nicht auf deinem fucking Fahrstuhl. Hey, wir kommen auf die Idee. Die Entwickler? was haben wir hier? Telefon 3, 2, 1. Ich fang schon mal 3 oben an. Kann ich Telefon? Ich will anrufen! Hilfe! Polizei! Nein, Feuerwehr rufen! Hier brennt, kommen sie vorbei! Ich rufe aus einem Fahrstuhl an. Der Fahrstuhl brennt. Kommen Sie her. Hier ist auch so ein komischer Typ, der denkt, ich bin ein und will mich zerkloppen. Ich glaube, der macht hier Omelette oder so. Okay, hier geht's lang. Hey, ich bräuchte eine Karte oder so. Ich verlaufe mich eh ständig wahrscheinlich. Ich call jetzt schon. Ich renne die ganze Zeit im Kreis. Hin, kann ich nicht lang lassen. Eine Wand. Karten findest du im Internet massig von dem Spiel. Also von jedem Stadtwerk, wo du... Ja, ich will jetzt aber nicht im Internet gucken, ob ich eine Karte habe. Zumal ich kann Karten eh nicht lesen. Bringt mir eine Karte nichts. Verlasse den Raum. Nein, tue ich nicht. Ich will... Da ist ein Lichtschalter. Mach den Lichtschalter an. Ach, Digga, dann halt nicht. Ja, die Logik dahinter ist ein bisschen doof. Achso, ich kann mich verstecken, kann da nicht reingehen. Oh, stimmt. Das wurde mir am Anfang erklärt. Habe ich schon wieder vergessen. Zu dunkel. Okay. Da brauche ich einen Spiegel für. Der Spiegel kann im Dunkeln gucken oder so. Irgendwie war da was. Nee, in der andere Welt kann der gucken. Zu dunkel. Okay. Geht's hier lang? Nee, da drehe ich mich wieder rum. Geht an die andere Seite, wenn es da zu dunkel Ballons. Ist. Ballons! Ich will Ballons. Ich will alles mitnehmen, aber ich darf nichts mitnehmen. Kann ich nicht so einen Komfortballon mitnehmen? Der wird mich etwas beruhigen. Oder dem Jimmy einen Ballon in die Hand drücken, dann wäre es ja ziemlich passend. Ja, hier, Jimmy. Sieht so aus wie so ein Horrorclown. Ich meine, dann noch ein Gesicht drauf. Dann hat er noch einen Freund. Okay, da ist ja das Bad, da brauche ich nicht reingehen. Da kann ich mich verstecken. Suche hier. Hey, Stonks! Du sollst den einpacken! Du hast so jetzt Collector damit, also... Aber ich hab, weil ich ihn gesehen hab... Wenn du es angeguckt hast, dann reicht das schon. Ja, das außer halt den Kompass und den Spiegel musst du halt wirklich finden. Ja, ja, und Draht gefunden. Kann ich Jimmy einbinden? Den wirklich fest. Oder Stolperfallen, also ja, Hefe, den Draht nehmen, um eine Stolperfalle zu bauen oder so, ja. Was für den. Ey, Digga, ich hole eine Bärenfalle und fang Jimmy. Das Spiel wird umgedreht. Kein Bock auf gejagt zu werden, jetzt fang ich Jimmy. Na, Zizi, wie geht's dir? Du hast eine handgeschriebene Notiz auf Wiedersehen. Ja. Dear Mom, I'm sorry for everything, goodbye. Oder ein Tschüss. Wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer. Okay, wir haben jetzt hier... Nee, warte mal. Ich glaube nicht, dass du hier geguckt hast.
Ich hab die Notiz gefunden. Da ist nichts drin. Da ist die Notiz drin. Okay, mehr habe ich nicht. Da ist eine Schale. Es regt mich auf, dass ich nichts mitnehmen kann. Achso, ich kann mich verstecken. Bin ich da. Okay. Man darf übrigens hier nicht rauchen, ist wichtig. So, mal ein Blöck hier. Nur ganz ehrlich, in diesem Fall wäre mir das egal. Man darf auch keine Gäste mit dem Baseballschläger jagen. Also wäre mir das Rauchverbot in diesem Fall egal. Ja, das ist in dem Fall, wenn Jimmy der mir her, wäre mir da sowas von egal. Sind die Bude halt an. So, okay, hier haben wir, glaube ich, alles. Haben wir nichts gefunden. Du sollst den Fahrstuhl nutzen. Ich weiß gar nicht, wir waren im ersten Stock. Sorry. Ich habe noch nicht lange gespielt, schon wieder direkt vergessen, wo ich war. Mir ist hier runtergefahren. Noch mehr Ballons. Und Partyhüte. Ja, ich weiß ja, die kommen was. Achso, da ist ja. Hi. Ah, nichts. Zurück. Da ist noch eine Tür. Ich will die Tür. Du kannst dich jetzt auch ein bisschen vertraut machen damit. Wenigstens ein bisschen. Weil wenn er dann anfängt, dich zu jagen, dann bist du nicht ganz so lost. Das sagst du. Okay, ich war selber auch lost. Ich war selber total lost. Ich verlaufe mich. Lager. Ja. Kann ich? Da war ein Pfeil geradeaus, dann geh doch auch da gucken. Nee, das anscheinend ist nicht. Da nichts zu gucken. Da ist nichts zu. Ich bin Profi im Spiel, schön. Ich nicht, ich bin Anfänger, ich habe keine Ahnung. Ich kann hier nichts gucken. Nee. Ist so dunkel. Okay, dann können wir da nicht lang. Wir haben keine Taschenlampe, keinen Spiegel. Kein Partyhut. Danke für den Follow. Das ist direkt erschrocken. Jimmy ist doch noch gar nicht da. Schreck mich schon. Okay, hier ist nix. Wie Sie sehen, sind sie nix. Im ersten Stock waren wir schon. Oder wir sind aus dem ersten Stock gekommen, oder? Ersten Stock musst du, glaube ich, hin. Wie gesagt, alles erstmal angucken, solange der Chip da nicht rumgeistert. Ich meine, wir wären aus dem Erdgeschoss. Und die Geister. Oder nehmen wir waren aus dem Erdgeschoss. Erdgeschoss ist nicht erster Stock. Ja, da sind noch mehr Geschenke, genau. Ballons. Ballongeschenke. So, achso, da war ja die Treppenhaus. Das Bad. Das ist das Männerklo, da darf ich nicht rein. Ich könnte jemanden stören. Ich glaube nicht. Ich glaube, so viele Gäste hat das Hotel nicht. Die Tür war sperren damit auf. Wenn da jemand gestanden hätte, den ich stören könnte, wäre der ja auch gestört. Was ist das für ein Zwiebelkopf? Wäre in dem Fall, glaube ich, nur Jimmy. Was ist das für ein Zwiebelkopf hier? Eine Alraune. Oh, das ist ein dicker Joint in der Tat. Ich wollte schon sagen, Jimmy, hier wird nicht geraucht. Ich nehme an, das ist kein Brokkoli. Oh, jetzt zurück hier. Aber da war auch nichts zum Aufheben. Wieso kann ich hier nichts aufheben? Hä? Gerade eher aus wie eine Gurke, so eine in Bondage gewickelte Gurke. Geh in den Keller, da ist was. Ja, in den Keller haben wir schon gesagt, da wollen wir als letztes reingehen. Da kommt dann Jimmy. Verlasse den Raum. Luna kennt das Spiel. Dann. Ja, Luna, die ab mit dann im Discord ist mit dabei, die kennt das Spiel. Ich habe keinen Plan. Ich kenne es zwar, aber ich habe das sage und schreibe nur 30 Minuten gespielt und dann ging nicht mehr. Du weißt, ich vertrage keinen Horror. Und wir haben... Oh, ein Schwert! Jimmy! Ich hau dir den Kopf ab! Ich habe ein Schwert. Ich würde dieses Schwert auch gnadenlos mitnehmen, ganz ehrlich. Gut gespielt, ja. Mal gucken, wie weit wir kommen, ich weiß es noch nicht. Ach ja, das ist das Bad. Perfekt, dass der eine es komplett durchgeschafft hat, also
Ich hab da, wo der zum ersten Mal aufgetaucht ist, der Jimmy, habe ich halb einen Herzinfarkt gekriegt. Also das war richtig übel. Ich weiß nicht, ich werde mich wahrscheinlich auch tierisch erschrecken. Ein paar Mal, sehr oft wahrscheinlich. Ja. Warte mal. Also wie gesagt, dieses Spiel ist ein Spiel, wo ich sogar beim Zuschauen mich erschrecke. Fuck, ich habe schon wieder vergessen, aus welcher Richtung ich kam. War ich hier? Einfach durchgucken, probieren. Ich finde die Anordnung der Zimmer sowieso etwas seltsam. Okay, ich kann mich hier verstecken. Hier war ich noch nicht. Dann kann ich hier weitergehen. Nun, so, meine Pizza ist fertig. Ich muss jetzt mal kurz muten, weil ich knusper niemandem ins Ohr, ja, während. Deinen guten Abo. Okay. Ich verlaufe mich hier noch ein bisschen. Okay, ist das so im Kreis gelaufen? Ja, das ist irgendwie so ganz komisch da. Okay, da komme ich nicht rein. Ich habe eine Tür, die ich nicht rein kann. War das jetzt mit dem Schwert, die Tür? Nee, hier ist noch was Neues. Und ich habe Schlüssel! 1, 2, 3. Gut. Ich kann dir das gleich helfen. Schön. Das ist doch beruhigend. Was der Schlüssel auch so für in der Tasche hält. Türen können nie im richtigen Schlüssel geregelt werden. Ich dachte, ich hätte den Master Key. Okay, da ist nichts. Manche Türen kriege ich anscheinend nicht mehr Master Key auf. Ja, stimmt, ich war gerade davor. Ich bin doof. Eine Tür gerade nicht aufgekriegt und raff jetzt erst, dass ich nicht alle Türen aufkriege. Achso, das ist der Schlüssel für das. Dann kann ich es zuschließen und dann kann er nicht mehr raus. Da war jemand schlau und hat seinen eigenen Schlüssel in seinem Zimmer gelassen. Ich weiß nicht, ob das so smart war. Oh! Du hast einige kindische... Da war einer sehr edgy. Ich hab den Kompass! Ich weiß nicht, ob der mir wirklich hilft. Und Feuerzeug! Und Terpentin! Hey, wir zünden das Ding einfach an! Ja. Ich bin dafür, Brandstiftung ist was Nettes. Das ist richtig gut, dass der eine jetzt auch bei dir drin ist im Chat, der sich mit dem Spiel auskennt. Ja, das ist gut. Jedes Zimmer, Geister, Orte fragen und kombinieren. Ach stimmt, da war was! Da war was. Was? Kompass zeigt die Richtung des an. Ah, okay. Der zeigt, da ist ein Geist drin. Da war ja was, diese Geisterbox. Die habe ich ganz vergessen. Kann ich alles zeigen? Gefundene Taste. Wie kann ich die jetzt dort fragen? Kann ich. Is anyone there? Mit den Reden kannst du erst, wenn du im Keller gewesen bist. Erst ab dann. Ach so, na gut, dann. Wo sitzt mein... Achso, weil ich da drinne war, war ein Geist. Wenn der Kompass weg ist, war der Geist da. Da war ich gerade drinne. Was ich hier? Hier? Da kam ich nicht rein. Die 1, 2, 1. Und so ist hier nicht drin und was laufen. Da muss ich jetzt hin. Der Stock ist viel größer wie die... Obwohl die anderen waren dunkel, da kann ich ja nicht rein. Hier ist auch dunkel, da kann ich auch nicht rein. Hallo. Zu dunkel, da darf ich nicht rein. Ich habe Terpentin und ein Feuerzeug, das mit dem Dunkeln lässt sich ändern. Oh, da hat jemand Schmutz gemacht. Kann ich mir das angucken? Nur kann ich nicht. Das ist zu unauffällig, das kann sie nicht sehen. Oh, ein Schlüssel. 119. Das ist auch der Schlüssel für den Raum. Okay, dann können wir Jimmy einsperren. Aber wieso sagt sie nichts zu den Flecken auf dem Boden? Ich meine ja nur. Da sind eindeutig Flecken auf dem Boden. Möchtest du dazu nichts sagen? Anscheinend ja nicht. Da kann sich die Putzfrau drum kümmern. Moment, warte mal. Ist hier noch eine Tür? Lager. Du musst den magischen Spiegel finden. Der war im Keller. Wahrscheinlich. Ich weiß immer, was du kombinieren musst bei Kistern. Wenn Maya dumm ist. Ja.
Maya ist vielleicht ein bisschen in Panik oder so, keine Ahnung. Da kann ich da gucken? Oh, ich kann durchs Fenster gucken. Kann ich rufen? Oh, das war ja Meer. Wir gehen schwimmen! Das war zu weit. Ich darf hier so oft doppelklicken, dann drehe ich mich im Kreis, das bringt nicht viel. So Kagomi spielen, aber alleine ist das immer ein bisschen sinnlos. Ne, 405 soll Kompass sein. Ich habe den Kompass schon. Oder gibt es mehrere? Hier gibt nur einen. Ich brauche noch einen Spiegel. Oh, Handschellen. Sind das Handschellen? Das sehen aus wie Handschellen. Da. Ich will die Hand. Die nehmen wir auch mit, Frau. Die nimmt das nützliche Zeug nicht mit. Was soll denn das? Na, es ist wieder zu dunkel. Kann ja gleich wieder rausgehen. Wieder zu dunkel. Dann gehen wir wieder raus. Na, zwei. Waren wir da? Aber wahrscheinlich waren wir da noch nicht drin. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen ein bisschen gucken. Schlüssel. Was? Ich. Mein Meier sieht ein Geist, kann seinen Namen. Fragt er trotzdem, wie er da heißt. Oh, lol! Buß. Ey, das kann auch noch ein entspannter Abend werden hier. Wir haben die Minibar geplündert. Ich kann mit Jimmy abfüllen. Das ist doch in der Ecke liegt. Wenn war ich jetzt von hier oder von hier gekommen? Ich glaube, ich bin von da gekommen. Ja, nee, Jimmy soll trinken. Den hauen wir, den machen wir besoffen. Und dann hauen wir mit dem Schwert die Rübe ab. Wir haben doch alles gefunden, was wir brauchen. Und zur Krönung zünden wir einfach nochmal alles an. Wir haben auch Terpentin und Feuerzeug. Es gibt mehrere Orte mit Kompass und Spiegel. Oh! Lol, ich kann da durchgucken. Da ist jemand. Du Freund oder Feind? Ich habe jetzt erst herausgefunden, dass man durchgucken. Nee, ich hatte schon mal durch ein Schlüsselloch geguckt und wieder komplett vergessen. Kann ich hier nicht. Ah, von hier. Moment, von hier bin ich gekommen. Ah, das war, was abgeschlossen war? War egal, wie ich hier lang? Hier war eine Sackgasse, oder? Aber ich bin einmal im Kreis gelaufen. War ich jetzt überall? War ich jetzt. Oh, fuck, keine Ahnung. War ich überall? Das hatten wir gesagt, 100, 104 und 105. Jimmy hat ja Büffel. Boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war und wo ich nicht war. Hier 101, das ist ja meins. Habe ich vielleicht noch irgendwas einstecken? Habe ich mich. Oh! Ein Paddel. Kiki. Wieso haben wir ein Paddel dabei? WTF? Okay. Wieso? Okay, ich habe Fragen. Ich habe. Ja, haben wir die jetzt. Wieso ist das bei uns im Schrank? Wollten wir klauen? Oder war das einfach nur ein Zufall? Wir haben ja nicht geguckt, was im Schrank ist. Wieso haben wir so viel. Wir hatten Shit bei uns in unserem Zimmer. Warte mal, von hier bin ich gekommen. Schon hier weiter? Nein. Da. Kann ich? Da. Ah, 102, da war doch irgendwas. Jemand hat 102 erwähnt. Da ist ein Spiegel. Finden ihn in dunklen Orden. Oh ja, mein Spiegel. Du kannst den magischen Spiegel benutzen, wenn das Symbol sichtbar ist. Entweder bei Tür in einem Zimmer oder in der Küche. Was? Entweder bei der Tür in einem Zimmer oder in der Küche im Erdgeschoss. Das ist ein Spiegel, ne? Weil sonst.
Okay, I have the umbrella on a Schlüssel, Kompass und Geyser Pegasus. Okay, das ist so ein Info-Ding. So ein Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was ich mehr tun muss. Das sind nicht deine Sachen. Das sind meine. Wenn ich die habe, sind das automatisch meine Sachen. Die gehen in meinem Besitz über. Es ist meins. Wir haben schon einiges gefunden. Noch Schlüssel. 104. Die haben ihre ganzen eigenen Schlüssel immer in ihrem eigenen Zimmer. Oh. Jetzt habe ich zweimal die 100. Ne, Lagerraum. Jetzt habe ich zweimal die 104. Habe ich falsch gelesen, was steht da oben? Ich habe mir rein technisch nichts geklaut, aber. Ja. Eben, sind meine Sachen. Ich kann meine eigene Sache nicht klauen. Jimmy wird sich nicht beschweren. Glaube ich eher weniger. Da ist noch mehr Blut. Wenn Jimmy beschwert, hat er ganz andere Probleme, dass er der Polizei erklären muss. Oh lol, Geldbörse. Und den Schlüssel für die 105. Treppe, erster Stock. Ey, das waren wir doch gerade. Ich klicke zu schnell. Das ist die Kindergeldbörse. Jetzt haben wir noch ein Kind bestohlen, das weiß ich nicht. Okay, hier waren wir jetzt. Hier bin ich mir sicher, haben wir jetzt in dem Gang alles gefunden. Nicht umdrehen, weiterlaufen. 106. War man jetzt schon drinne? Nee, oh. Ein blutverschmiertes Tuch, das kann er behalten, das will ich nicht haben. Und noch ein Spiegel. Falls meiner kaputt geht, haben wir einen Ersatzspiegel in der 106. War ich dann hier schon? Oh, ich habe keine Ahnung. Hab das Game 5-mal durchgespielt, 2-mal Extrem-Modus. Aber ja, gute Hilfe hier. Ich verlaufe mich ja jetzt schon. Im Lager waren wir noch nicht. Du sollst dich nicht drehen, du sollst da reinlaufen. Kann ich hier irgendwas? Nö. Ich freue mich schon. Genie. Vollkommen. Okay. Kann ja nie mehr lange dauern. Außer ich verlaufe mich noch mehr. Sind wir wieder hier am Anfang. War ich da schon drinne? 101, okay, das ist mein Zimmer. Dann waren wir hier schon. Hör auf, nichts zu drehen. Das ist die 106. Ja, okay, da waren wir auch gerade drin. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Lager ist immer nichts. Im Keller. Okay. Kann man sich ja im Lager verstecken einfach. Hier ist dunkel. Warte mal, dunklen hieß das doch. Aber geht hier erst, wenn Jimmy im Spiel war, oder? Ich sehe eine Frau. Okay. Hallo, Jimmy. Jo, das war jetzt sehr hilfreich. Machen wir auf Wiedersehen. Ach, Amy. Wir haben Amy gefunden. Also ihren Schatten oder was weiß ich auch immer. Der Zirkus. Okay, Jimmy kommt ins Lager. Wir dürfen, glaube ich, generell nicht zu lange irgendwo an einem Ort sein. Wieder gestorben? Weiß nicht. Ich dachte, der Geist heißt Amy, weil jemand Amy gesagt hat. Wir können den Quatsch in die Sage auch ignorieren. Oh, hier. Ich habe Koffer gefunden. Wir können ausziehen. Wir können direkt auswandern. Wir nehmen den ganzen Shit, den wir finden, packen das alles in die Koffer und verhökern den irgendwo. Wir räumen das ganze Hotel leer. Hier war ja auch gemeint. Okay. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rein. Gut. Jetzt aber alles.
Durch den Ausgang, also den Fahrstuhl, jetzt habe ich's. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Es war Fahrstuhl. Da. Das in LG. Ja, jetzt aber in den LG waren wir schon, aber in den Keller. Wir wollen unseren Freund abholen. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ich glaube, ich komme da nicht mehr zum Trinken.